positiv denken, so geht's. Ja, hallo, ich grüße dich. Das ist das zweite Video in der 13-teiligen Serie, wie du eben zu einem besseren, zu einem konstruktiveren Mindset, also Denkweise, gelangen kannst. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Gleichzeitig kannst du eben auch dies und das viel besser vorwärts bringen für das, für was du eben wirklich brennst. Ja. In diesem Video geht es darum, dass ich dir eine unglaublich wichtige Gesetzmäßigkeit nahebringen möchte. Ja. Also das ist so derart wichtig, dass wirklich voll und ganz in dein Bewusstsein fließen zu lassen. Ja, also, nehmen wir mal an, du bist wirklich in einer Scheißsituation. Ja, du möchtest dich neu ausrichten, du möchtest dieses und jenes erreichen. Vielleicht möchtest du auch ganz konkret, weißt schon, Kurse, diese und jene Kurse machen oder das und das. Oder du möchtest, ich weiß auch nicht, du möchtest, ja, mal fangen wir bei etwas Kleinem an, du möchtest ein Auto oder vielleicht etwas Größeres, du möchtest dies und das oder mal reisen oder so etwas. Du hast einfach keine Kohle. Ja. Also das ist ja eine sehr, sehr typische Geschichte. Also viele, die möchten sich zum Beispiel neu ausrichten, haben aber einfach nicht die nötige Kohle, nicht die nötigen Mittel im Moment. Ja, ja, was macht man da? Ich habe dir da wirklich einen sehr heißen Tipp. Ja. Nämlich, jetzt kommt das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Hast richtig gehört, das Gesetz der Anziehung. Wie kannst du das für deine Situation einsetzen? Ja, natürlich, du musst etwas dafür tun. Es ist auch mit Übung verbunden. Das darfst du jeden Tag machen. Weil, wenn du konsequent hingehst, jeden Tag, besonders intensiv am Morgen und dann auch wieder am Abend, das kannst du nämlich wirklich tun, wenn dir was an deiner Zukunft liegt, dann kannst du dich voll und ganz mit vollem Gefühl, am besten auch noch mit Bildern hineinsetzen, wo du dich sehen möchtest oder was du haben möchtest. Also du siehst schon den fertigen Zustand, also du siehst dich in der Situation, du siehst dich in der entsprechenden Zukunftssituation, eben du siehst, wie du fröhlich bist, wie du erfüllt bist, wie du zum Beispiel vor dem Haus, vor deinem Haus im Garten bist, oder du siehst dich am Meer, oder du siehst dich mit diesem oder jenem Auto, oder du siehst dich mit dieser und jener Tätigkeit. Also, setze dich immer wieder in die fertige Situation oder in die Zukunftssituation hinein, wo du das schon hast. Ja, also freue dich darauf, tue in jeder Morgeneinstimmung, also setze dich voll ein mit Worten, mit Gefühlen, mit Denken, mit Visualisieren, was du erreichen möchtest, was du haben möchtest. Sehe das immer wieder und dann passiert eben Folgendes, egal wie scheiße, ja, die momentane Situation ist, indem du den Fokus genau, möglichst oft und genau auf das legst, was du erreichen möchtest, was du haben möchtest, beginnst du die Dinge, die Menschen anzuziehen, Menschensituationen, habe ich jetzt Situation auch gesagt, ja, also du beginnst Situationen und Menschen, also Dinge, einfach alles anzuziehen,
was dir hilft, dieses Ziel zu verwirklichen. Ja, das ist, wenn man im Ist-Zustand ist, dann kann man so etwas kaum glauben. Das ist eben der Fehler, habe ich auch immer gemacht. Das ist eben der Fehler, den die meisten Menschen machen. Die meisten Menschen, die gehen vom Ist-Zustand aus, also die denken nicht an solche Gesetze, an solche geistigen Gesetze, die es gibt. Die sehen einfach den Ist-Zustand und vergessen dabei, aha, ich kann ja lernen, das anzuziehen. Ich kann ja lernen, Magnet, Dreh- und Angelpunkt für diese Dinge zu sein. Ja, tatsächlich. Hey, ich sage dir, nur so läuft's. Wie willst du sonst weiterkommen? Also, das ist sowieso das, immer das Beste, was du machen kannst. Von innen nach außen erschaffen. Das ist immer das Beste. Immer. Mache das, ziehe das konsequent durch und du wirst sehen, du ziehst die entsprechenden Faktoren an, du begegnest Menschen, die dir Tipps geben oder die dir sogar Geld geben oder die dich weiterbringen, du ziehst Situationen an, also du ziehst das auf dich, also lege den Fokus auf dasjenige, was du erreichen möchtest und dann fließt es immer mehr, immer besser auf dich zu und dann kommst du damit immer weiter, ja. Das ist das große Geheimnis. Also dich nicht auf den Ist-Zustand zu stützen und sagen, ja, weil ich jetzt nicht keine Mittel habe, kann ich auch nicht dies und das erreichen, sondern eben dich auf dieses Gesetz zu konzentrieren. Genau. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir da gutes Gelingen. Bleibe dran. Und kannst mir gerne auch deine Erfahrung dazu sagen oder wenn du Fragen hast, also gerne wie immer kannst du schreiben, kommentieren, mich fragen. Ich stehe da gerne zur Verfügung. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald, bis zum dritten Video.